So, und zum Schluss haben wir noch einen Highlight, und zwar den neuen GLE. Und soweit ich weiß, müsste der Ara mit dem neuen GLE gleich hier irgendwo auftauchen. Problematik ist, ich bin ein bisschen spät dran mit Essen und er kommt gleich. Das heißt, ich muss reinhauen. Ich komme mir ja vor wie so ein Gewichtheber. Boah, das ist echt... Nee, ne? Der sieht aber lecker aus. Der sieht mindestens so lecker aus wie mein Burger. Aber jetzt muss er wirklich warten. Los geht's. Du musst Aram sein. Genau. So viele fahren ja nicht von den Dingern rum. Sieht sehr imposant aus. Sieht sehr breit aus vor allen Dingen. Ja, was mir direkt auffällt ist, ich fange direkt an, ja? Ja, logisch. Weil das sieht ja mal geil aus hier. Die Radläufe. Die Radläufe, weil die erstmal lackiert sind und vor allen Dingen auch der Schwung, der macht wirklich viel mehr Seitenlinie, ne? Ja, also die Radläufe sind lackiert mit der AMG-Line. Ja. Ansonsten, ach, wenn sonst wir, nicht. Genau, in der Serie sind sie bewusst nicht lackiert, um auch den Lack zu schonen. Und außerdem gibt das dem Fahrzeug ja nochmal so einen Offroad-Charakter, wenn du dann nochmal diese schwarzen Radläufe dann hast. Also was wirklich auffällt, ist, dass sie die neue Linie extrem durchzieht, weil die neuen Scheinwerfer, diese Scheinwerferform, die finden sich ja in der A-Klasse wieder, im CLS wieder, jetzt im GLE wieder. Und es sieht halt sehr ähnlich aus, aber passt sehr, sehr gut ins Auto. Dann finde ich die Öffnung hier auch sehr geil. Ja, wir haben bewusst auch mit den Scheinwerfern beispielsweise die Reflektoren jetzt mal aus dem Scheinwerfer rausgenommen und hier nach unten verlagert. Ja. Damit wir eben die Scheinwerfer noch schlacher, schneller, ne? Ausstatten können. Das Fahrzeug sieht von hinten einfach, wenn du es so anschaust, noch mal viel breiter sieht aus. Sieht es auch. Was ist sonst alles neu? Also der ganze Fahrzeugform, finde ich, wirkt schon mal sehr, sehr frisch und sehr, sehr neu. Das Auto ist länger geworden. Kurze Überhänge trotzdem, ne, damit das Fahrzeug auch nach wie vor sportlich wirkt. Mischbereifung? Genau, wenn wir uns das Fahrzeug mal von vorne anschauen. Wir haben jetzt erstmalig auch beim normalen GLE, vorher war es beim Coupé so, dass wir auch mit der AMG-Line dann unseren Diamantgrill haben mit den chrombesetzten Pins. Ja. Zwei Doppellamellen-Optik nochmal mit der AMG-Line in dem Fall. Was wir serienmäßig haben, sind die Power-Domes auf der Motorhaube. Also beim Nicht-AMG so, oder? Bei Nicht-AMG, genau. Noch eine Sache, also wenn, das ist jetzt eine AMG-Line. Ja. Und ich finde als AMG-Line, jetzt mit den Kurflügeln, alles lackiert, die Frontschuhstange, der Grill, die 21 Zoll, das ist... Für mich schon ein 63, also für mich sieht das schon aus wie ein AMG, finde ich jetzt. Das Fahrzeug ist insgesamt viel muskulöser und sportlicher geworden. Das sieht schon sehr, sehr, sehr amtlich aus, weil vor allen Dingen die Radreifenkombination macht mich jetzt persönlich sehr an, weil das Auto steht echt stabil da. Und es geht sogar noch größer, also wir haben jetzt bei der Bereifung von 18 bis 22 Zoll geht's hoch. Jetzt haben wir gerade die 21 Zoller drauf. 22? Genau. Serie? AMG-Line dann. Also ich sitze jetzt drin, wirkt auf mich schon mal alles sehr frisch, sehr neu. Absolut. Okay. Dann würde ich sagen, können wir gleich losstarten. Und bevor wir losfahren, ja. Sollten wir deinen Sitz einmal einstellen. Okay, Das geht mittlerweile automatisch. Klar. Der Sitz? Genau. Also das Fahrzeug empfiehlt dir schon mal eine gewisse Sitzhaltung aufgrund deiner Körpergröße. Woher weiß der Wagen, wie groß ich bin? Das gibst du an. Okay. Wenn du möchtest. Wir gehen hier auf die Sitzpositionierung. Und dann fragt er dich einmal, wie groß bist du? 1,90. 1,90 und wenn ich jetzt auf Positionierung starten gehe. Nein. Kommen diese Optionen in alle Autos? Ja, das wird sich natürlich noch weiter. Genau. Aber jetzt haben wir es erstmalig. Genau. Weil was ich schon merke, ist, ich sitze nochmal in einer neuen Generation. Ich habe eine neue A-Klasse. Der Tacho erinnert mich daran, das Display ist etwas größer. Was ich sofort spüre, ist, dass das Armaturen, diese Display-Einheit ist jetzt so integriert in so eine Art Lüftungselement. Genau. Ne? Das ist jetzt. Die neue Designsprache, also unser schwebendes Display quasi, wie du siehst, das wirkt so, als ob das, als ob das schweben würde hier im Cockpit. Die Displays sind natürlich nochmal größer geworden als bei der A-Klasse. Jetzt haben wir hier 12,3 Zoll pro Seite. Ja. Und natürlich ebenfalls mit Touchscreen, mit MBUX-System und so weiter. Ist es gut? Perfekt, sehr schön. Siehst du? Ist jetzt wirklich gut. Was ich sofort merke, ist der reine Sechszylinder. Ich bin ein Fan von diesem Motor. Weil der fühlt sich einfach bissiger an als die V-Motoren. Ne? Wenn ich jetzt so Gas gebe, auch dieses turbinenartige Beschleunigen, dieses wie der Druck aufbaut, ist für mich attraktiver als jetzt zum Beispiel bei einem V6-Motor. Erstmal hast du eine bessere Laufkultur, mhm. Reihensechszylinder, ganz klar.
aber dieses Bissige kommt vor allem auch wieder durch den EQ Boost. Also nochmal ganz kurz, wir haben jetzt einen Elektromotor, der sitzt also zwischen Motor und Getriebe, denke ich mal? Genau, zwischen okay. Motor und Getriebe wird Überrekuperation geladen. Wenn du beispielsweise vom Gas gehst, wird es wieder geladen. Wie jetzt zum Beispiel, dann genau. charge ich halt wieder. Genau, direkt geht auf Charge, genau. Und, ich höre es sogar. Wenn man ein bisschen bremst, hört man diesen Elektro-Effekt. Aber weißt du, was du jetzt nicht mehr hörst? Ha? Ein Anlasser, den gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Weil durch den Direktschaltergenerator, wenn du Motor an- oder ausschaltest, also insbesondere auch, wenn du jetzt so einen Start-Stop-Automatik hast beispielsweise, ja. es gibt kein Ruckeln, nichts. Das weil der, ganze, Motor, der dreht einfach den ganzen Motor, ne? Genau, der Motor ist einfach an oder aus und du merkst, da ist viel mehr Komfort und gerade beim Anfahren, wie gesagt, kein Antriebsloch mehr. Auch die neue Lüftungsdesign finde ich gut. Das ist jetzt eckiger, das soll SUV-artig aussehen. Und was im Interieur einfach nochmal so einen SUV-Charakter betont, wir kennen es aus der G-Klasse, unseren Haltegriff. Und ja, hier haben wir es in der Mittelkonsole sehr prominent und mit Ambientebeleuchtung nochmal umrandet. Wenn du mal so von deiner Seite guckst, das ist schon, das gibt dem Fahrzeugcharakter. Was ich jetzt schon so sagen kann, es ist für mich das schönste Mercedes-SUV, was ich jetzt gefahren bin. Auf jeden Fall. Eine G-Klasse ist für mich kein SUV. Nee, G-Klasse ist, G-Klasse ist für mich, genau, ja, G-Klasse ist für mich einfach eine G-Klasse. Da wird nie was drankommen. Voll zur Zustimmung, ja. Man sieht aber ein bisschen ländlicher aus, ne? Was heißt ländlicher? In Texas ist ja so ein bisschen, was ich beschreiben soll. Genau, eine Mischung aus Steppe und Wiese. Ja, so ein bisschen, ne? Die Straßen werden immer unbefestigter, ja. Ah, guck mal hier, guck mal hier. Okay, also Schotter haben wir zumindest schon mal. Oh ja, jetzt wird's hier, halte ich mich mal lieber fest. Geil. Oh. Jetzt weißt du aber, warum die Haltegriffe hast. Also ich habe ja nichts und rechts. Ich bin das geschwitzt hier. Das stimmt gar nicht. Oh, Kurve. Oh, enge Kurve sogar. Guck mal, können wir so anstellen hier? Oh, geil. Mega, mega. Oh, geil, 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 geil. Aber wie gut das Auto riecht. Ich bin gerade echt beeindruckt, wie schön der den Drift einleitet. Ja. Du kannst ihn anstellen, das Auto hilft dir ein bisschen. Du merkst das, was du vorhast, nimmt den Lastwechsel mit und dann kannst du schön gleichmäßig im Slide in die Kurve. Stark. Geiles Teil. Also, was können wir jetzt hier einstellen? Also wir haben jetzt eine leichte Schotterstraße vor uns. Jetzt sehe ich hier Freifahrmodus, Einzelradsteuerung. Freifahrmodus bedeutet also nicht frei fahren können, sondern ich stecke fest und will mich frei fahren. Genau. Okay. Also jetzt ganz neu bei dem Fahrzeug ist, zusätzlich zu der normalen Yamatic, unserem adaptiven Dämpfungssystem, haben wir nochmal das E-Active Body Control, ja. Das elektronische Active Body Control quasi. Wo jedes Rad nochmal hydropneumatisch einzeln angesteuert werden kann, zwar vollkommen individuell. In der Höhe? Genau. Jedes einzelne. Räder- und Dämpfungswirkung. Das kannst du beispielsweise, wenn wir mal kurz einmal stehen bleiben und ja, im Offroad-Modus gehen, dann können wir jetzt mal hier auf die Einzelradansteuerung gehen. Und jetzt Nein! Du im Touchscreen jedes einzelne Rad. Also ich bin jetzt von links ganz oben, gehe jetzt rechts runter, mache jetzt hier auch so. Merkst du? Aber das ist wieder mal schräg. Okay, das ist echt kannst geil. Auch, echt, kannst auch sagen, okay, machen wir rechts wie schnell? Runter, links runter. Nein, ist das geil. Warte, 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 warte. Boah, Jungs. Ja gut, pass auf. Dann setzt du dich auf den Fahrersitz und ich guck von außen. Alles klar. Was will ich jetzt sehen? Also du kannst jetzt die einzelnen Räder verstellen. Ja, genau. Schau dir das mal an. Mach mal vorne tief. Vorne tief. Und hinten hoch. Wie geil ist das denn bitte? Das maximale Tiefe, ne? Ja. Weil man muss sich mal wirklich überlegen, wie viel Federweg das bedeutet. Weil schaut euch das mal an.
wie weit der runterkommt. Jetzt fahr mal bitte vorne hoch. Noch Fragen? Das ganz oben? Jetzt mach mal hinten runter. So sieht's aus, wenn nachher ein AMG rauskommt und du richtig viel Leistung hast. Wenn du beschleunigst, dann taucht der richtig schön ein. Also das Auto ist wirklich super schön. Alleine, jetzt da die Reifen ein bisschen dreckig sind, sieht man, wie breit die Reifen sind. Mach mal bitte, wechsel mal die Seiten, so von rechts nach links. Das können wir den ganzen Tag machen. Aber du hast gesagt, es gibt noch eine Funktion. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind. Was gibt's denn da noch? Das ist nochmal ein richtiges Highlight, weil all die Einzelradansteuerungen, Differentialsperren und so weiter, das hilft dir alles nicht weiter, wenn du mal richtig feststeckst. Ne? Sagen wir mal, du bist in der Wüste, in der Düne und egal was du jetzt machst, du kriegst einfach keine Traktion mehr auf deine Räder. Im Zweifel gehst du mal tiefer rein. Jetzt kommt ein Roboterarm von oben und hebt mich raus oder was macht ihr jetzt? Fast. Jetzt kommt nämlich unser Freifahrmodus. Ich starte das Ganze mal. Und dann siehst du, was jetzt passiert. Der ganze Wagen fängt an, sich frei zu schaukeln. Und es wird jetzt auch immer stärker. Ich bin gerade total sprachlos. Und ich kann dabei auch fahren, ne? Ja, Wahnsinn, oder? Warte, mach mal. Mach noch mal bitte. So, dann baut es aber es macht total Sinn. Ich sehe richtig, wie die Reifenauflagefläche sich immer für den Moment verbreitert und immer mehr wird und dann auch die Druckverlagerung auch ist. Weniger Druck, viel Druck. Es geht ja richtig zusammen. Du kannst eigentlich richtig Traktion aufbauen. Hast du ein Lied dazu, was vielleicht passt so? Ich komm mal rein, das will ich von innen führen. So, jetzt starten wir das und dann merkst du mal, wie er langsam anfängt zu schaukeln. Nee, wirklich? Stärker und stärker. Das ist wirklich stark, Leute. Boah. Und vor allem, wie gesagt, wenn du dabei noch fahren würdest, so. Und das hilft dir jetzt, wie es schon steht, im Sand, Schnee, losem Untergrund, auf jeden Fall holt dich das raus. Genau. Wenn du leicht Gas gibst, dann hüpfst du ja quasi von Problemsituation zu Problemsituation und kommst raus. Also wie gesagt, insbesondere wenn du mal wirklich feststeckst, denk mal wirklich an Sand oder so. Toll. Dass, wenn du fährst, dass du dich immer tiefer reingraben würdest. Fängst du eine ganz andere Traktion aufzubauen, toll, du das hüpfen kannst. Also ich bin extrem begeistert. Der neue GLE gefällt mir außen wie innen. Die Funktion finde ich, ist das absolute Highlight. Weil ich meine, ist eine Weltneuheit. Ja. Okay. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf geht's. Ciao. Ciao.